Die Weltkirche hautnah erleben. Dazu lädt Kirche in Not diesen Herbst ein. Los geht es am 17. September mit einem Gebets- und Solidaritätstag in Augsburg. Einen Nachmittag lang wird im Haus St. Ulrich die schwierige Situation von Christen im Nahen Osten vorgestellt. Zu Gast sind die libanesische Lehrerin Marielle Boutros und der Projektreferent von Kirche in Not für Syrien, Reinhard Backes. Um 17 Uhr betet Bischof Bertram Mayer im Augsburger Dom mit uns den Kreuzweg in den Anliegen der verfolgten Kirche. Am 18. Oktober startet die jährliche Aktion 1 Million Kinder beten den Rosenkranz. Dabei ruft Kirche in Not in diesem Jahr vor allem dazu auf, für den Frieden zu beten. Neu ist in diesem Jahr auch eine Betrachtung über den Schutzengel, den jeder Mensch dem Glauben der Kirche gemäß hat. Flyer und Plakate sowie weitere Informationen zur Aktion können bei Kirche in Not bestellt werden. Und im November steht wieder der Red Wednesday an. Bei dieser Solidaritätsaktion für verfolgte Christen werden Kirchen weltweit rot angestrahlt. Pfarreien sind dazu aufgerufen, zusätzlich Informations- und Gebetsveranstaltungen für die verfolgte Kirche weltweit zu organisieren. Die Anmeldung ist zentral auf der Webseite www.redwednesday.de möglich. Helfen Sie der Kirche bei ihrer Arbeit weltweit. Vergelt's Gott für Ihr Gebet und Ihre Hilfe. Thank you.